Hallo, ich bin Manfred. Ich sehe nicht nur super aus, ich bin auch noch total klug und ich erzähle so wahnsinnig gern. Also, ich bin zwar eine Stoffratte, aber ich kann sprechen. Logis, das hörst du ja. Und ich bin ab jetzt dein allerbester Freund. Da kannst du gar nichts gegen machen. Okay? Hallo. Hallo, hier ist wieder euer Manfred. Na, mein Freund, na, meine Freundin, alles klar? Leute, ich gehe zur Schule. Es war mein erster Schultag heute. Oh, war das toll. Oh, naja, halb toll. Es gab da was, aber da komme ich wieder zu. Ich sag's euch. Aber wisst ihr was? Theo und Ellie, meine beiden Freunde, die Zwillinge, die sind gestern zur Schule gekommen. Und mein Freund Henry kommt morgen zur Schule. Oh, ist das nicht super? Und Sandra, du hattest völlig recht. Ich habe mich völlig vertüdelt mit dem Datum. Natürlich bin ich heute zur Schule gekommen. Und heute ist der 12. Aber du weißt ja, Sandra, ich bin ja noch klein. Und das mit dem Rechnen ist noch nicht. Deshalb gehe ich ja zur Schule, damit ich das besser lernen kann. Ne? So, ich war so aufgeregt. Oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Ja, Tilly und Annika haben mich also zur Schule gefahren. Ich habe eine Schultüte bekommen, knallrot. Und da hat Annika so Manfred gezeichnet und hat da draußen immer so Manfreds draufgeklebt. Oh, fand ich das klasse. Aber ich durfte ihn noch nicht auspacken. Und dann sind wir zum Schulgarten gefahren. Und da war der Schulleiter und der hat erstmal eine Rede gehalten. Der hat gesagt, wie er sich freut, dass wir da alle sind und dass die Schule fürs Leben. Ja, irgendwie so. Der Rest habe ich da nicht mehr so mitgekriegt, weil da waren Schmetterlinge und da waren so schöne Blumen und habe ich mir vorgestellt, wie ich die malen könnte. Ja, gut. Dann kam als erstes ein Lehrer und der hat dann alle Spatzen eingesammelt. Das waren also die hatten alle Spatzen auf dem Hemd so. Das war denn die Klasse 1a. Und dann kam Frau Söller und das ist meine Klassenlehrerin. Und die hat dann alle Eichhörnchen eingesammelt. Und Paul und ich, wir hatten ja beide ein Sticker so, das waren ja ein Eichhörnchen. Und wir waren ja nun Eichhörnchen, also kamen wir in die Klasse 1b. Toll, und dann sind wir also alle hinter Frau Söller her und sind dann in die Klasse gegangen. Und da waren dann Plätze und da waren dann unsere Namen. Und manche konnten ja noch nicht so lesen. Und dann hat Frau Söller gesagt, du setzt dich da hin und du setzt dich hier hin. Und stellt euch vor, ich sitze ganz vorn. Oh, ganz dicht bei meiner Frau Söller. Die finde ich nämlich niedlich. Wisst ihr was? Die hat Sommersprossen. Und wenn die so lacht, dann zieht die Nase so ein bisschen kraus. Da sieht die ganz, ganz niedlich aus. Also mir hat das gut gefallen. So, und dann hat sie gesagt, so, als wir dann alle sitzen oder gesessen haben, so, dann seid mal jetzt alle ruhig. Weißt ihr, was wir jetzt machen? Wir wollen euch erstmal sehen, wer so in der Klasse ist. Und deshalb möchte ich, dass ihr euch alle vorstellt. Jeder sagt, wie er heißt und was er gerne mag. Und ich gedacht, das ist super. Ich auf den Tisch drauf, ich vorne hin, mich umgedreht zu allen. Hallo, ich bin Manfred. Ich bin eine Stoffratte, aber seht ihr ja, ich sehe nicht nur gut aus, sondern ich bin auch noch total klug. Und ich bin ab jetzt euer allerbester Freund, da könnt ihr gar nichts mehr gegen machen. Ich liebe Schokolade, ich mache gern Quatsch. Und ich freue mich, dass ich hier zur Schule kommen kann, damit ich euch alle kennenlernen kann und damit wir ganz viel Quatsch machen. Da hat Frau Feller mich unterbrochen. Es wollen auch andere Kinder noch etwas sagen, sagte sie. Frau Feller, ich bin noch lange nicht fertig, habe ich denn da so gesagt. Und Frau Söller, doch bist du. Du setzt dich jetzt bitte wieder hin, denn jetzt ist Paul dran. Ja, habe ich gesagt, jetzt ist doch aber super. Paul ist mein allerbester Freund. Was glauben Sie, was ich da noch alles zu sagen kann? Nein, bitte, Manfred. So, und den Ton kenne ich von Annika. Da setzt man sich ganz schnell wieder hin.
Ja, das habe ich dann gemacht und habe dann zugehört, wie die anderen sich alle vorgestellt haben. Und das ging dann so ein halbes Stündchen oder so. Und dann hat Frau Söller uns wieder zu den Eltern zurückgebracht. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Und im Garten hing eine Girlande so rübergehängt, so dass dann so in Buchstaben drauf, erster Schultag. Oma Renate war dann auch da und die hatte meinen Lieblings-Soko-Kuchen gemacht. Wisst ihr, den so mit so einer Soko-Masse und diesen kleinen Zähnchenkeksen drin. Und der heißt ja eigentlich, ich habe es vergessen, armer Ritter, nee, ich weiß es nicht mehr, falscher Hase. Wir nennen den auf jeden Fall ja Oma Renate und ich Platte Ratte. Und den hat sie extra für mich gemacht. Und dann gab es noch eine bunte Torte, die sah so aus wie so eine Schultüte. War auch ganz toll. Und endlich komme ich jetzt dazu, meine Schultüte auszupacken. Ja, und da bin ich immer noch dabei. Also ich habe ja so ein Schokolade ausgepackt und ich habe auch so einen Stift ausgepackt und Pinsel. Ah, lass mich doch mal gucken, was haben wir denn noch? Ach, ist das schön. Da kommt Tilly, den kann ich gleich was fragen. Tilly! Hi, Manni, na du? Geht's dir gut, mein Kleiner? Ja, guck mal, ich bin gerade dabei und gucke in meine Schultüte. Guck mal, da ist ja noch... Und er ist noch ein... Was ist das denn? Oh. Was ist da? Ja, guck mal. Na? Weißt du, was das ist? Nee. Das ist ein kleiner Aquarellkasten. Oh, Aquarell. Annika hat mir das neulich gezeigt. Hm. Ja. Das sieht aus wie ein Tuschkasten, aber ja, das sind ganz besondere Farben. Ja, ne? Die sind so ganz klein. Ah. Und da kann man so verschwimmen lassen. Ja. Mit ganz viel Wasser und so. Und das ist ein ganz kleiner hier, mit nur wenig Farben, weil das ist auch wirklich richtig teuer. Und sie hat gesagt, sie zeigt mir das mal. Ja, und das ist ein richtig schönes Gelb für deine Sonnenblumen. Ja. Ne? Mm. Oh, ist das schön. Wie war es denn überhaupt? Wir haben noch gar nicht richtig miteinander geredet. Ne? Nein. War es denn schön mit Frau Schöller? Habt ihr Spaß gehabt? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Dann sag mal. Ach Mann, Tilly. Ich habe mich so auf die Schule gefreut. Ja. Und ich bin ja auch noch ganz aufgeregt. Aber das war denn doch eher komisch. Weil die hat gesagt, wir sollen uns beschreiben. Mhm. Und sollen uns vorstellen. Ja. Und das habe ich gemacht. Und wie lange hat das gedauert? Sie hat mich jedenfalls unterbrochen. Weil es wahrscheinlich zu lang war, ne? Naja, sie hat gesagt, also ich habe gesagt, ich bin lange noch nicht fertig. Und hat sie gesagt, doch, das bist du. Denn ich, ja, sie hat ja gesagt, jetzt ist Paul dran. Da habe ich gesagt, ja, da habe ich auch noch was dazu zu sagen. Und ich habe alle, also ich bin wirklich auf die erste, ich bin auf den Test vorne gesprungen. So. Und habe mich umgedreht zu den anderen Schülern, habe gewunken und habe gesagt, hallo. Ich bin Manfred und ich bin eine Stoffra, aber das seht ihr ja. Ja, also ich sehe nicht nur gut aus. Ach und so, die Gefühle dich immer so vorstellst. Ja, wie ich mich vorstelle, genau. Dass ich der allerbeste Freund bin. Und das kann zwischen 5 und 15 Minuten mindestens ja, dauern. Ja, und dass ich so gern Schokolade mache und dass ich gern Quatsch mache. Und das, ja, wir wissen das und weißt du, in der Schule ist es so, das musst du lernen, deswegen bist du ja auch in der Schule. Und deswegen gibt es auch eine Lehrerin, dass man anderen Leuten auch zuhört. Das heißt, dass du, wenn du was gesagt hast, dass du auch darauf achtest, dass es nicht zu lang ist, damit die anderen auch die Zeit haben, was zu sagen. Und du bist nun so ein kleiner, netter, quäliger Kerl und du hast immer ganz viel zu sagen, ganz viel zu erzählen. Ja. Aber weißt du, dann kommen die anderen ja gar nicht mehr zu Wort und ist die Stunde zu Ende und dann war das eine Manni-Stunde. Ja, aber das sind doch die Schönsten. Der musste aber einen Einzelunterricht haben. Nur mal. Ernsthaft, Manfred. Aber ich höre dir doch auch zu. So, und du weißt, dass es auch gut ist, weil wenn ich dir was sage, kann es auch mal sein, dass es etwas Neues ist, was du noch nicht kennst. Ja, das weißt stimmt. Du, alles, was du sagst, das ist ja schon in deinem kleinen Kopf drin. Deswegen kannst du es ja sagen. Und das weißt du schon. Wenn du aber anderen zuhörst, so wie mir oder Frau Schöller oder vielleicht auch mal einen von deinen Klassenkameraden, dann kannst du auch was Neues lernen, weil das weißt du ja noch nicht. Also, das ist so das, was du lernst. Gut gedacht. Sag das nochmal. Also, wenn ich...
wenn du was sagst, weiß dann hast du das ja schon. Genau, das hast du schon in deinem Kopf drin. Ja, weil das habe ich ja so im Kopf. Mhm. Aber wenn ich jemand anderen zuhöre, weiß ich ja nicht, was er mir erzählen will. Das kann ja auch mal eine Überraschung sein. Und ich kann was lernen. Das kann was Neues sein, genau. So. Jetzt, du bist aber auch... Gar nicht schlecht. Also, das heißt, du lernst in der Schule nicht nur Lesen, Schreiben, Rechnen, sondern du lernst auch solche Sachen, dass du dich zum Beispiel zurückhältst, um einen anderen Klassenkameraden den Platz zu geben, damit er auch was erzählen kann. Ja. Das ist alles wie schön, Manfred, weil du bist Kölner. Das ist der erste Tag heute gewesen. Ich war ja auch so aufgeregt. So, und das lernst du, und das weiß Frau Schöller auch. Mhm. Das wird nicht, und du wirst es lernen, und das nächste Mal achtest du vielleicht auch ein bisschen mehr auf die anderen, dass sie vielleicht auch was sagen wollen. Und dann kannst du dich auch mal ein bisschen zurücklehnen, hörst zu, entspannt sich ein bisschen. Aber es war gar nicht so schlimm, die haben ja alle gelacht. Das glaube ich. Und die haben auch immer, die haben mir immer zugezwinkert. Ja. Und haben dann auch gesagt, ich mache auch Schokolade und so. Du bist ja ein ganz, ganz freundliches Wesen. Ja. Du bist ja, ich wollte auch niemanden damit wehtun. Nein. Aber ich erzähle ihm so gern. Ja, und das ist so schön, aber es gibt auch manchmal Momente, wo man auch, wenn man gerne erzählen möchte, wo man einfach mal die Schnauze, den Mund in den Schnabel halten muss. Mhm, so. Aber das sei jetzt nicht traurig. Also das ist ein Tag, wo du dich freuen sollst. Du hast es geschafft, Manni. Du hast es geschafft. Du bist in der Schule und jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt für dich. Ja. Und ich freue mich und Annika freut sich auch. Wir freuen uns alle für dich. Und wir werden dich natürlich auch weiter begleiten. So wie jetzt auch. Ja. Ja, okay. Das wird hammerhart. Das wird aber auch ganz, ganz aufregend werden. Und das wird viel Spaß machen. Und das ist für dich und für uns genauso. Das ist für uns auch mit dir zusammen ein neuer Abschnitt. Ja. Da kannst du denn noch mal rechnen lernen, Billy. Das kannst du ja bis heute nicht. Das ist wieder der Mann. Ne? Aber pass auf, du bist ja jetzt ordentlich aufgedreht. Und jetzt kommt irgendwann auch so ein Punkt, wo du auch wieder mal ein bisschen entspannen und ein bisschen zur Ruhe kommen. Oh ja, darf ich wieder irgendwie Abendfüllen sehen? Ach, ich habe mir für dich heute eine Geschichte ausgedacht. Ich glaube, die wird dir gefallen. Weißt du, wir hatten doch schon mal eine Geschichte mit einem Frosch. Ja, mit einem dicken Frosch an einem See. Genau. Und wir gehen noch mal zu einem See und das ist eine Geschichte, ja, die hat auch was mit Fröschen zu tun, aber anders, als du vielleicht denkst. Also weißt du, Tilly, wir müssen mal ein bisschen mit dir Biologieunterricht machen, damit du ein paar mehr Tiere kennst. Möchtest du wieder auf dein Sofa gehen? Darf ich? Ja, na klar. Ah. So. Ja, so. Ach. Wunderbar, so. Oh, ich bin aber auch geschafft heute. Du bist fertig, ne? Das war schon spannend. Also drei Stück Kuchen hast du vielleicht. Und noch ein Stück Platte Ratte obendrauf. Ich glaube, mir ist schlecht. Jetzt muss ich erst mal ein bisschen schlafen. Was gibt es denn zum Abendbrot? Da wecke ich dich zum Abendbrot. Jetzt machst du erst mal ein kleines Entspannungsnickerchen, ein kleines Stückchen. Wollen wir ein bisschen grillen? Weiß ich noch nicht. Wollen wir mal gucken, was Oma Renate besagt. Ich mache so gerne Zucchini auf dem Grill. Das ist auch schön. So, und jetzt guckst du mal wieder, das kennst du ja schon, dass du etwas zur Ruhe kommst. Und jetzt stellst du dir vor, wenn du jetzt wirklich liegst und du bist zur Ruhe gekommen. Ich bin noch nicht zur Ruhe. Das wird aber gleich passieren. Und jetzt ist auch schon die Übung für dich. Jetzt auch, dass du jetzt einfach mich mal aussehen lässt, mir zuhörst. Ich höre dir immer zu. Und jetzt in deine Traumwelt eintauchst, indem du jetzt zu einem kleinen Teich gehst. Weil es ist Sommer, so wie jetzt. Und die Sonne, die wärmt dich, aber ganz angenehm. Das ist kuschelig. Und an dem kleinen Teich, wo du jetzt bist, da sind auch kleine Schmetterlinge und die fliegen durch die Luft. Und du weißt doch, der eine da, der setzt dich wieder auf deine Nase und kitzelt dich so ein bisschen. Ja. Und schwupps ist er schon wieder weg. Oh, ich möchte hinter dem herlaufen. Nee, aber jetzt bist du am Teich und da findest du einen ganz großes, rundes Seerosenblatt. Das ist so groß, das sieht fast aus wie ein Boot und das schwimmt auf dem Wasser und du denkst, na, vielleicht kann ich ja da sogar rauf, weil ich wiege ja nicht so viel. Und ganz vorsichtig tappelst du auf das Seerosenblatt, es hält dich und du legst dich einfach dahin. Oh. Und da liegst du ganz sicher und getragen auf dem Blatt.
Und ein ganz sanfter Wind, der weht über dich hinweg. Der streichelt dich geradezu. Und ganz langsam bewegt sich dein Seerosenblatt auf dem Teich entlang. Die Sonne strahlt warm. Schmetterlinge fliegen in deiner Nähe und sie strahlen in allen Farben, die du kennst, und alles ist ruhig und angenehm. Und in der Nähe hörst du auf einmal Quack. Und dann nochmal ein Quack, Quack. Was ist das denn? Ja, du kennst doch das Geräusch. Das ist ein Frosch. Guck mal. Und er sitzt auf einem kleinen Seerosenblatt und schaut dich lächelnd an. Guck ihn dir mal genau an. Das ist kein normaler Frosch, sondern der hat sogar eine lange Schnur in der Hand. Ja. Und er zwinkert dir nochmal zu und mit einem kleinen Ruck fängt das Seerosenblatt des Frosches an, sich zu bewegen. Und jetzt siehst du, ei, da gibt es noch einen anderen großen Frosch, der zieht den kleinen Frosch mit dem Faden über das Wasser. Jo. Und dann geht das los und der kleine Frosch, der sitzt da und dann geht das auf dem Blatt los und der dreht damit eine Kurve und dann spritzt das Wasser und der hat richtig viel, viel Spaß und quakt vor Freude und findet es ganz toll. Und dann hält er neben deinem Blatt an und guckt und ja, kommt einfach zu dir auf das Seerosenblatt. Quack. Hallo. Quack. Hallo. Er nimmt neben dir Platz, schaut dich mit seinen großen Augen an und legt sich neben dich und ihr beide genießt einmal freundschaftlich und ganz ruhig diese Atmosphäre. Und da denkst du, oh, du bist ein Frosch. Oh, stell mich mal vor, weißt du? Und dann hältst du inne und denkst, nein, ich werde jetzt einfach mal nichts sagen, sondern einfach das mit dem Frosch genießen, hier zu liegen. Und der kleine Frosch sagt ab und zu mal quack, quack, quack. Und du denkst, ja, schön, schöne Sachen, die du mir erzählst. Ich halte einfach mal meinen Mund und sag gar nichts. So, und so genießt ihr dann auf dem Seerosenblatt diese wunderschöne Atmosphäre. Ab und zu kommt ein Quack. Und jedes Quack von deinem kleinen Frosch entspannt dich immer mehr. Langsam ist es jetzt wieder Zeit, nach Hause zu gehen. Der kleine Frosch und du, ihr paddelt zusammen mit euren kleinen Pfoten und bewegt so das Blatt wieder zum anderen Ufer. Oh, und das Wasser fließt ganz angenehm an deinen Pfoten vorbei, warm und schön. Erst tauchst du deine rechte Pfote rein, dann deine linke Pfote rein und dann seid ihr wieder am anderen Ufer und ihr könnt aussteigen. Dein kleiner Frosch sagt Quack, ihr umarmt euch nochmal. Der ist ganz nass, der Frosch, und du bist auch ein bisschen nass. Der winkt dir euch noch zu und du gehst jetzt langsam nach Hause, gehst in dein Zimmer und fühlst dich einfach nur so wohl. Und bist so erfüllt von dem, was du erlebt hast, dass du einfach so, wie du bist, dich in dein Bettchen legst und dann ganz entspannt weiter von deinem kleinen neuen Freund, dem Frosch, träumst. Ja.